Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Marcel und ich studiere Zahnmedizin an der Medical University of Sofia. Das Ganze läuft da NC-frei und ich habe wahnsinnig viele Videos dazu gedreht, zu meinem Leben dort, zu den Möglichkeiten dort zu studieren, zu den Studiengebühren, zu Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter. Schaut einfach mal auf meinem Kanal euch um. Und heute stelle ich euch eine weitere Möglichkeit vor, im Ausland NC-freie Medizin zu studieren. Und diese Möglichkeit heißt Cluj, Rumänien. Über das Medizinstudium in Rumänien habe ich euch ja noch gar nichts erzählt. Es ist aber wirklich eine wichtige Alternative, die jeder kennen sollte. Ich habe jetzt Cluj rausgepickt, da es nach meiner Meinung die beste Universität in Rumänien ist und die einzige, die ich euch empfehlen kann. Warum kenne ich mich mit dem Medizinstudium in Rumänien aus? Also zum einen, weil ich dort selbst war. Ich habe mir die Stadt und die Uni angeschaut. Zum anderen auch, weil ich weitere Erfahrungsberichte sowohl von Leuten aus Cluj als auch von Leuten, die in anderen Universitäten, zum Beispiel in Arad oder in Târgu Mureș studieren, bekommen habe und eben mir davon eine Meinung bilden konnte. Es gibt auch einige Transferstudenten, die eben von Rumänien nach Bulgarien gewechselt haben und auch da habe ich Eindrücke bekommen. Ich erkläre euch also heute alles zum Medizinstudium in Cluj. Ich fange mal an mit den Eckdaten. 200 Studenten für den englischsprachigen Studiengang werden jedes Jahr angenommen und es gibt Programme, also Studienprogramme auf englischer, rumänischer und französischer Sprache. Die Studiengebühren für den englischen Studiengang belaufen sich auf 6.000 Euro pro Jahr, liegen also etwas günstiger als in Bulgarien, aber dadurch, dass die Lebensunterhaltungskosten in Cluj deutlich höher sind, kommt man in etwa auf demselben Preisniveau an als wie beim Medizinstudium in Bulgarien jetzt. Zu dem Fachlichen kann ich Folgendes sagen. Also ich habe mitbekommen, dass die Leute sehr zufrieden sind dort mit dem Studium. Ich habe gehört, dass das Medizinstudium auch sehr gut sei. Über das Zahnmedizinstudium habe ich aber nicht viel gehört und ich denke, dass es für Zahnmedizin weniger bekannt ist. Zur Stadt, also die Stadt ist wunderschön, wirklich ein Besuch wert. Es ist eine sehr gut von Touristen gut besuchte Stadt. Und das Besondere ist eben, dass diese Stadt in Siebenbürgen liegt. Also es liegt zwar in Rumänien, aber in einer Region, die von deutschen Siedlern, Aussiedlern eben bewohnt wird und kulturell aufgearbeitet wurde. Und da habt ihr wirklich dann deutsche Städte, wie eben Cluj, die wirklich wunderschön ist, mit deutscher Architektur, mit einem deutschen Rathaus. Es sieht wirklich aus wie so eine typische Stadt in Süddeutschland. Und ich mag diesen Charme. Es hat aber dazu dann noch von der Kultur her einfach einen südlicheren Touch, so ein bisschen was von Italien. Man kann dort mediterranes Essen essen. Das rumänische Essen schmeckt ähnlich wie das, also es hat gewisse Ähnlichkeiten oder Einflüsse von der türkischen Küche auch. Das mag ich besonders, da ich ja auch einen türkischen Hintergrund habe, da mein Vater aus der Türkei kommt ursprünglich. Und es hat mir wirklich gut gefallen. Man kann tatsächlich dort auf der Straße Deutsch sprechen. Es gibt so viele Siebenbürger, die einfach dort auf der Straße unterwegs sind und alle sprechen dort Deutsch. Ja, ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Vorteil, den man da hat, weil man eigentlich weit weg von der Heimat ist, aber andererseits eben dann doch die deutsche Sprache nutzen kann. Ist natürlich klasse, ja. Deutsche werden genau wie in Bulgarien und Rumänien gerne gesehen. Sie haben einen guten Ruf und genauso ist das auch an der Uni. Aber der Schwachpunkt an Cluj ist eben, dass eben nur 200 Studenten angenommen werden und das Auswahlverfahren, das ist wirklich sehr streng. Es gibt einen psychologischen Test, es gibt einen Intelligenztest und es wird auf die Noten im Abitur geachtet. Und ich habe zum Beispiel von Leuten gehört, die mit 1,7 und 1,6 abgelehnt wurden in Cluj, weil sie einfach nicht gut genug waren und der Andrang so groß ist. Zum einen, weil eben sie sehr viele Siebenbürger nach Deutschland ausgewandert sind, dann später zu Zeiten des Kommunismus und deren Kinder, die gehen eben bevorzugt dann nach Cluj und auch sonst hat sich das Ganze rumgesprochen, da es einfach von der Kultur her gar nicht so arg anders ist, dann in Cluj zu studieren, dass dort wahnsinnig viele Leute sich bewerben aus Deutschland.
aber eben auch natürlich aus anderen Ländern. Und dadurch ist wirklich ein großer Andrang und die Chancen sind wirklich nicht mehr so hoch, dort einen Platz zu bekommen. Es ist vergleichbar wie mit dem Medizinstudium in Österreich. Dort wissen auch viele Bescheid, da kann man studieren und da bewerben sich natürlich auch viele und die meisten sind dann eben nicht erfolgreich mit ihrer Suche. Zu den anderen Studienorten in Rumänien, da wäre ich etwas vorsichtig. Ich habe da von Korruptionsvorwürfen, Fällen gehört. Ich habe gehört, dass Deutsche da schikaniert werden. Ich habe selber zwei Nachrichten bekommen von Leuten, die einmal in Târgu Mureș und einmal in Arad studieren und wirklich sehr unzufrieden sind mit ihrem Studium, die unbedingt nach Sofia wechseln möchten, aber das Ganze ist gar nicht so leicht mit dem Wechsel. Und deswegen nur eine kurze Warnung. Also ich sage nicht, dass man da nicht studieren soll, sich da nicht informieren kann, aber ich wäre da vorsichtig, weil ich da Negatives gehört habe. Ich kenne mich jetzt weiter, aber wirklich auch nur mit dem Studium in Cluj aus und das ist wirklich das Einzige, wo ich persönlich mit gutem Gewissen eine Empfehlung aussprechen kann, ja. Und genau, das war's auch schon zu dem Thema Medizinstudium in Cluj, Rumänien. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke, denn so bekommt ihr laufend weitere neue Videos von mir. Ansonsten bekommt ihr die gar nicht mehr in euren Newsfeed, da hat YouTube jetzt was geändert. Also auf jeden Fall auf die Glocke neben dem Abonnieren-Zeichen drücken und dann ja, bleiben wir in Kontakt, eben dadurch, dass ihr meine neuen Videos seht. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mit mir in Interaktion stellt euch, wenn ihr mir Fragen stellt, sowohl in den Kommentaren, könnt ihr ein kleines Kommentar dalassen, wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir gerne. Ich freue mich, bis zum nächsten Video, schönen Abend noch oder schönen Tag, bis dann.